Hallo, hallo. Hallo, weiter geht's mit Clash of Clans. Willkommen dazu, ich bin der Lars. Und wir haben zwei Arbeiter frei. Zwei Arbeiter. Arbeiter. Die Arbeit haben. Arbeit, Arbeit. Und wir werden erstmal das ganze Gold melken, wie so eine alte Kuhmilch. Und wir sehen, wir haben sehr viele Rohstoffe. Und wir haben ganz viele Einheiten. Deswegen starten wir gleich mit Angriff. Ich wurde ab 11 Stunden jetzt schon, weil ich angegriffen wurde. Ich habe meine Base umgebaut. Seht ihr das? Ich habe sie umgebaut. Ich hoffe, das sieht man. Denn hier, ich habe jetzt hier rum eine Mauer gezogen, um mein Gold. Und um meine, sage ich mal, besten Verteidigungseinheiten, da habe ich hier noch was reingeklatscht, beziehungsweise hier noch die Clan-Base. Und das sieht doch ganz schick aus, oder? Was sagt ihr dazu? Findet ihr das besser? Beziehungsweise es sind sehr viele Tipps eingegangen in die Kommentare. Finde ich cool von euch. Dankeschön dafür. Und viele haben geschrieben, Lars, du musst das, so ist das auch nicht schlecht. Probier's einfach mal aus oder schau dir ein paar Tutorials an. Ich habe es einfach mal jetzt just for fun selber so gemacht und ich denke doch mal. Weil es ist besser. Weil jetzt haben wir quasi in diesem Bereich hier. Ich habe extra hier schon mal verstärkt. Der Minenwerfer ist ganz in der Mitte, der ist quasi eingebaut, ist von den ganzen Scheiß und wird hier beschützt von diesem Sprungbrett. Von diesem Sprungbrett und hier und so weiter. Das ist schon mal gar nicht mal so richtig geil, sondern super geil. Und die Clan-Base ist hier drin, beziehungsweise das passt auch alles und das Gold ist auch gesichert. Natürlich kann man hier von hier angreifen, aber ich komme hier auch noch Mauern rum. Das werden wir schon alles machen und bleibt ganz ruhig, Leute. Ich habe mir da schon was gedacht und vielleicht bringt das ja etwas. Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen, wenn der Tag vorbei ist, denn der Winter kommt. Er kommt immer, denn der Winter kommt. Oh mein Gott, 97.000 Gold. Oh my fucking Gott, das ist richtig viel. Wir hier rein gleich das Gold schnappen, oder? Oh, schaffen wir da mit den Mauerbrechern durchzukommen? Ich teste es einfach mal. Komm. So, dicke rein. Sehr schön. Dann schicken wir den gleich und sofort die kleinen rein rushen. So, hier oben versuchen wir dann erstmal das kaputt zu machen. Sehr schön. Und die großen, beziehungsweise die kleinen auch hinterher. Sehr schön. Dann noch hier zwei rein. Den Turm bekommen wir down. Sehr gut. Jetzt versuchen wir nochmal zwei hier reinzuschicken. Oh, jetzt kommt von denen die Clan Base. Aber das Gold bekommen, das ist das Wichtigste. Lass die Mauer down. Jawohl, wir haben die Mauer down. Die Dinger rushen durch zum Mietwerfer. Oh, das ist knapp. Aber das Gold bekommen wir. Das ist gut. Ich glaube, es hat sich. Oh, mein Gold ist voll. What? Das war gut, Lars. Guck mal, wie viel Gold du hast. Ich bekomme gerade einen Orgasmus. Oh, ist das geil. Geh down. Yes! Wie viel Gold wir bekommen haben. Oh, das macht mich so glücklich. Das macht mich so glücklich. Gold, ja. Das ist geil. Sowas müssen wir immer finden und so müssen wir vorgehen. Das war richtig taktisch klug von mir gemacht. Ich find's geil. Das war gut. Das war richtig gut, Lars. Jetzt bekommen wir hier noch die ganzen Elixiere. Das war gut, Alter. Das war richtig gut, Lars. Ich klopfe mir gerade mal selber auf die Daumen. Oh, wie viel Gold wir gemacht haben. Das könnte mal ein Rekord sein. Ich glaube, das meiste, was ich hatte, war 75.000 Gold. So läuft es. Einmal voll gemacht. Fertig ist die Kiste. Fertig ist das. Eingetütet, mitgenommen. Oh, ist das gut. Oh, ich freue mich gerade so, dass wir so viel Gold bekommen. Andere sagen bestimmt, Lars, das ist total schlecht von dir. Aber ich freue mich gerade richtig. Endlich habe ich mal nicht einen Kampf total gefailt. Oh, ist das gut. So, das ist scheißegal, was der da macht. Wie viel Gold haben wir jetzt eingenommen? Ich will sehen, ich will sehen. 89.000 Gold. What the fuck? Ist das eine geile Scheiße? Guckt euch, mein Goldlager ist voll. Oh Gott, ist das gut. Oh, ist das so geil. Wir können erstmal Mauern upgraden. Ich würde sagen, wir bauen erst aus, was wir ausbauen wollten. Können wir den eigentlich noch hochbauen? Nein, das geht nicht. Wie lange würde das dauern? Das dauert hier 6 Stunden. Ja, das ist ganz akzeptabel. Dann bauen wir das nochmal aus schon mal. Wir haben ja zwei Arbeiter frei. Passt. Boom. Das Gold ist schon mal weg. Und dann werden wir die Mauern upgraden. Hier auch. Hier auch. Dass wir versuchen quasi den wunderbaren Minenwerfer hier zu verteidigen. Deswegen baue ich das hier alle aus. So, einmal können wir noch, wie teuer das auch ist, diese verdammten Mine. Diese verdammten Dinger. So, zack, fertig, wunderbar. So ist es, Wunderbärchen. Und nun können wir hier, nein, können wir nicht. Wir werden aber erstmal hier upgraden, und zwar mindestens den hier. Das würde nämlich 12 Stunden dauern, kostet 14.000 Elixiere. Das ist, glaube ich, okay, Level 6 ist die ist nur Level 3, das ist eigentlich mal wurscht, die ist Level 7, 7. Also, Entschuldigung, werden wir den erstmal hochziehen hier, genau, zack. Und werden nun, da wir jetzt keinen Arbeiter frei haben, ist wurscht, wir haben noch Elixier, ist auch scheißegal. Werden jetzt wieder trainieren, beziehungsweise die Gruppen. Also ich baue hiervon 10 gerne, hiervon nochmal 10. Obwohl, will ich da kleine haben, doch. 10, dann brauchen wir 5 dicke, die wir hier jetzt ausbauen. 5 davon, 5, 5 oder 8. Wir bauen gleich 7. Das ist auch okay. Dann haben wir die schon mal. Dann möchte ich mindestens hiervon noch ein paar haben. Wenn es geht, 10. Das sollte dann so in Ordnung sein.
Und dann würde es auf jeden Fall passen. Hier haben wir einen Tipp gegeben, und zwar hier sieht man, wie viel ich ausgebaut habe. Ich habe jetzt 10 von 40. Wie viel habe ich jetzt hier? Hier habe ich schon 40 von 40. Und hier habe ich 19. Das sollte passen auf jeden Fall. Von den Einheiten, die wir jetzt herstellen. Und dann sieht das Ganze doch fresh aus und wir haben wieder einen guten Bereich und können wieder über 100.000 Gold machen. Was sehr geil war. Wir können das wieder anfordern hier für den nächsten Kampf. Immer die Schweine bereiter, beziehungsweise die Magier ist immer gut. Und den kann ich eigentlich teilen, oder? Kann ich den teilen? Wie kann ich ihn teilen? Ich will jetzt teilen, diesen Kampf. Ich will ihn teilen und sagen, Lars, du hast aber was gerissen. Wie teile ich den denn? Hupsala. Ich gehe mal auf diesen Clan-Krieg-Scheiß. Wiederholung teilen. Jackpot. Sehr gut. Geteilt. Oh, ist war falsch. Du hast verloren. Verdammt! Obwohl, ne, das war das Richtige. Angriff. Ja, das passt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Am besten dunkles Elixier, aber ist egal. Wunderbar. Barbaren. Ja, wir kommen wieder Barbaren zugeklatscht. Was ist da los? Was ist das? Das war irgend so ein verfickter Asiate, der nur am Reis fressen war. Oh, Entschuldigung. Asiatenwitze sind nicht so gut. Entschuldigung. Das wieder. Das ist nicht... Übrigens, wenn ich rassistische Sachen oder so sage, das ist nicht rassistisch gemeint. Das ist alles nur just for fun, ne? Also bitte nicht jetzt hier durchdrehen und... Von wegen, ja, Lars, du bist ein Rassist, du bist ein scheiß Assi, du beleidigst nur jeden, das ist alles nur ironisch gemeint. Und ich habe nichts gegen Schwarz, ich habe nichts gegen Asiaten, ich habe nichts gegen Jude und so weiter. Es ist einfach nur, sag ich mal, das ist nur ironisch gemeint. So ein bisschen schwarzer Humor, ich hoffe, das habt ihr. Und müsst ihr fast schon haben, wenn ihr meine Videos schaut. Aber ich hoffe es doch mal. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt auf jeden Fall alles hier umgeklatscht. Das ist Wunderbärchen. Sind eigentlich jetzt soweit fertig, ne? Wir können gar nichts mehr machen. Nö. Dann würde ich sagen, mit diesem geilen Kampf beende ich schon den Part ein bisschen kürzer. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, freut euch auf morgen auf jeden Fall. Denn morgen habe ich wahrscheinlich ein paar Karten am Start. Vielleicht verlose ich ja sogar was. Mal schauen, wenn ich dran denke, was zu kaufen. Ihr kennt das ja von mir. Ich bin nämlich morgen unterwegs. Und dann müssen wir gucken. Wenn ich da... Die sollte es geben auf jeden Fall da. Ich muss mir das irgendwie aufschreiben auf dem Handy oder so. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, denkt daran zu bewerten, kommentieren, weiterzuladen. Ich bin der Lars. Ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Denn ihr seid ein super Haufen... ihr seid ein super Haufen. Ihr seid ein super Haufen Stück Scheiße. Nein, ihr seid der Führerhaufen des Deutschen Reiches. Ihr seid einfach nur nice. Haust rein. Tschüss, bis morgen. Und ich bedanke mich. Oh, war das ein geiler Kampf oder nicht? Bitte schreibt es in die Kommentare, dass ich nur dies eine Mal bei Clash of Clans gut war. Nur das eine Mal. Ich bitte euch, bitte. Schreibt es einmal, ich bin gut. Einmal nur reinschreiben, bitte. Es würde mich so motivieren. Und dadurch würde ich den Tag noch besser schaffen. Bitte, bitte. Dankeschön. Nice. Tschüss.